Weil du auch so viel davon hast. Eben. Nein, aber ist auch nochmal so zum Thema Verprügeln. Ich meine, ich bin eigentlich ein wirklich friedlicher Mensch. Ja, ich auch. Wenn man mich nicht provoziert, ja, dann mache ich auch nicht. Ich hab so gesagt, ich habe einen endlos langen Geduldsfaden. Aber wenn einer schon zigmal angescheißt, kommt und meint, du blöder Fettsack, verpiss dich. Und ich pack den noch am Kragen und sag, ey, pass auf, jetzt noch einmal und dann ist die Geduld zu Ende. Und dann kommt noch mein Kumpel und zieht mich schon weg, ne? Ey, ich glaube, ich hätte ihn da an dem Tag, ey, war ich wirklich so weit, dass ich den fast tot geprügelt hätte, wenn mich der Ding da nicht weggezogen hätte. Ich hätte ihn wirklich. Ja, aber. Ja. Ja, ruhig weiter. Ja, ich hätte ihn fast tot geprügelt. Da ist der Ding gekommen, mein Kumpel hat gesagt, ey, komm, du hast den geschubst, jetzt heult er schon, komm, lass ihn gehen, der hat jetzt Respekt vor dir, der lässt dich jetzt in Ruhe. Ich sage, ja, nee, komm, Alter, ich schlag den jetzt tot. Da hat er gemeint, ja, bist du blöd, dann gehst du ins Gefängnis und der lacht sich ein. Aber ich sage, ja, stimmt auch wieder, komm, geh mal weiter. Und dann ist eben der Lehrer angeschissen gekommen und hat halt da hier seinen Aufstand gemacht. Sein Rechtes verteilt, kann man sagen. Und unser Rektor halt, ey, Friede, ey, Peace, ey, ich bin hier voll auf Chill, ey, ich muss hier voll und du kriegst jetzt einen Verweis. Hab ich gesagt, ja toll, dann geben sie mir halt einen Verweis, ist mir scheißegal. Dann habe ich doch keinen bekommen. Weil ja, dann eben mein Kumpel gesagt hat, ja, der hat provoziert und ich gehe hier nicht weg, bis sie das jetzt halt anerkennen, dass der provoziert worden ist, der Kevin. Und ich hätte da genauso reagiert und ja, unsere Lehrer waren irgendwie total sinnlos, unser Rektor, der hat, deswegen hätte es auch nichts gebracht, wenn ich zum Rektor gegangen wäre und deswegen bin ich wegen diesen komischen Weiber eben zur Polizei und habe die angezeigt. Fertig. So einfach ist das. Ja, also alles, was man braucht, wenn ihr da draußen gemobbt wird, alles, was ihr braucht, ist ein bisschen rechtliches Grundwissen. Wenn irgendeiner Scheiße über euch verzapft, geht zur Polizei, ihr müsst da keine Angst haben. Ich bin dann auch bedroht worden, wenn ich zur Polizei gehe, kommt ihr Freund mit 50 Totschlägern aus sonst irgendwo und schlägt mich tot. Er war dann auch schon vor der Schule gestanden. Und was hat mein Kumpel gemacht? Hat gesagt, pass mal auf, wenn du aufkreuzt mit 50 von deinen Totschlägern, dann komm ich mal mit 50 Hells Angels und dann räum mal auf. Ob das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht, aber so viel ich mal mitbekommen habe, ist den sein Vater, sein Cousin oder so. Ich weiß, es hört sich jetzt wieder vielleicht ausgedacht an, ja, sind sein Vater, den kennt einen und der kennt einen, der einen kennt und der ist bei den Hells Angels, aber das ist wirklich so, das kann ich sogar bestätigen. Und ich glaube, der wäre dann wirklich mal mit ein paar Leuten von den Hells Angels hier aufmarschiert und da hätte es richtig geklappert. Ja, also wie gesagt, also ich habe auch einen endlos langen Geduldsfaden wie du. Aber ich bin halt auch einer, wenn ich jetzt mal eine Faust bekomme von irgendjemandem, also keine Ahnung, von einem Kumpel oder so aus Spaß, halt bin ich einer, ja gut, da denke ich mir halt, nö, muss ich nicht zurückschlagen, auch wenn ich von irgendwann anders eine Faust bekomme, schlage ich nicht zurück. Ich bin da halt einer. Nee, ich meine, bin nicht so auf diesem Schlägertrip. Ich bin halt einer, der solche Sachen eigentlich eher friedlich lösen möchte. Ja, also. ich ja eben auch. Ich sag mal, ey, pass auf, komm, lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Aber wenn es dann wirklich so weitergeht, dass der Typ mich einfach nicht in Ruhe lässt und dass ich dann in mir wirklich schon so eine Hass auf diese Person entwickelt, dann hau ich halt irgendwann mal zu. Ich habe in der 5. Klasse auch einer so weit getrieben. Ich habe den eigentlich nur eine Schelle gegeben, der ist gegen das Fenster geklatscht und hatte dann eine Platzwunde. Ja. Und ich habe mich einfach dann hingesetzt, der Rektor war damals auch noch unser Lehrer, der hat dann da auf mich eingequatscht und ich rede von Klassengemeinschaft und ich habe den gar nicht zugehört. Ich habe mir nur gedacht, Alter, da vorne, halt's Maul, verzieh dich einfach, wenn du keine Ahnung hast. Wirklich, echt. Ja, so. Aber du bist dann halt schuld und mich wundert's, dass die mich da nicht angezeigt haben wegen Körperverletzung. Das wäre dann auch noch geil gewesen. Naja, ich muss halt noch hinzufügen. Naja. Aber wenn ich wirklich mal jetzt extrem, was weiß ich, 5 Fäuste oder so kassiere, dann reißt auch bei mir der Geduldsfaden, dann schlage ich auch mal zurück. Und wenn ich zurückschlage, dann schlage ich wirklich zurück. Und das, ja, bei mir auch, können Leute zum Teil auch schon bestätigen. Also es ist jetzt zwar noch nicht oft passiert, dass ich ausraste und hier wirklich jeden kurz und klein schlage, aber wenn ich ausraste, dann schlage ich auch wirklich richtig zu. Ich trete dann auch und was weiß ich was, also ich finde es total erschreckend. Also wenn ich das dann so sehe, ich bin dann immer wie ausgewechselt. Also man hat mir das mal gezeigt, also als ich ausgetickt bin, hat mir jemand ein Video gemacht von mir
weil das, ich fand das total erschreckend, wie ich gesehen habe. Ich war wie ausgewechselt. Ich habe den Typen, es war jetzt zwar nicht in der Schule, aber es war privat, das war halt ein Kumpel von mir, der hat mir halt auch 3-4 Fäuste gegeben, und dann bin ich halt irgendwann ausgetickt, weil ich gesagt habe, der soll sich raffen. Dann habe ich den wirklich vermöbelt, Alter. Na gut, vermöbelt ist nicht, aber ich habe dem halt 2 Kicks verpasst und 3 oder 4 Fäuste, und das hat halt irgendjemand gefilmt von meinen Freunden, hat mir das gezeigt, und ich war total schockiert, weil das war einfach nicht echt. Ich war da wie ausgewechselt, ich war da wie so eine Killermaschine, kann man sagen. Warst du ein Super Saiyajin? Wer Dragon Ball kennt, könnte das also jetzt mit der Verwandlung von Son Goku zum Super Saiyajin vergleichen, so wie ich jetzt halt. Nein, aber ich war wirklich halt wie ausgewechselt. Ich habe einfach nur noch zugeschlagen. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Einfach nur noch, schlag ihn zu Brei. Scheiß auf das andere. Schlag ihn einfach nur zu Brei. Er wollte nicht aufhören, du hast ihn gewarnt. Ja, ich auch. Es sah ich dann mal in der Berufsschule war das. Ja, Berufsschule. Und da hatte ich auch so einen Penner. Es war so ein Emo, so Alter, ich ritz mich hier, Alter. Finde ich voll cool. Ja, alles klar. So einer war das halt, so ein Emo-Gangster. Und ja, der hat halt mit mir das Stängern angefangen, wie ja jemand weiß, ich bin Fußballfan. Oder bestimmt jemand weiß, ich weiß es nicht. Ich bin halt Fußballfan. Und er war Fußballfan von Manchester und ist so über meinen Verein hergezogen. Ja, dein Verein ist so scheiße. Manchester spielt Europa Liga und bla 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 bla. Und hat halt mit mir richtig das Stänkern angefangen. Ne? Und dann sind wir zum Klassenzimmer hingegangen und der war an der Wand gestanden. Ich laufe so mit meinem Kumpel vorbei. Und der kommt raus und ich rempel ihn halt versehentlich an, will mich gerade so umdrehen und sagen, sorry, auf einmal haut er mir voll die Faust ins Gesicht. Dann habe ich einfach nur noch zurückgeschlagen. Aber nicht jetzt halt so, schlag ihn zu Preis, sondern eben kontrolliert. Dann hat er mir wieder ein paar Mal ins Gesicht gehauen, habe ich nur so gemeint, oh süß, du streichelst mich ja, das ist ja lieb von dir. Dann hat er sich an meinen Pullover rangegangen, da habe ich ihn eben ein paar Mal hinten in den Rücken gehauen, dass er mich endlich loslässt, und dann habe ich ihn bloß noch so gegen die Wand geschubst, haben ihn am Kran gepackt, Faust vors Gesicht gehalten, ausgezogen und gesagt, pass auf Junge, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, dann schlage ich dir jetzt hier die Nase zusammen. Zwing mich nicht dazu, verpiss dich einfach. Da hat er eben noch im Abzug einen Tritt von mir bekommen, aber er hat es wirklich gelassen, weil ich hätte da wirklich zugeschlagen. Und Kopf gegen die Betonwand ist ein bisschen unschön. Also, das soll es auch nicht heißen. Eine Woche später ist er dann eben in die Schule gekommen mit einer Halskrause und hat gemeint, ich hätte ihn fast das Genick gebrochen. Habe ich gesagt, ja, na logisch, wenn ich dir hinten in den Rücken hau, dann breche ich dir das Genick. Ey, überleg mal. Naja. Ja, das hat ihm eh keiner abgekauft. Er hat auch gemeint, er zeigt mich an, bis heute warte ich drauf. Naja, auf jeden Fall. Das soll es ja auch nicht heißen, wenn die Zuschauer jetzt gemobbt werden oder so, dass Gewalt eine Lösung ist, dass man so entschlagen soll. Nee, also das ist... Aber ich sag's mal, wir haben so eine Ellenbogengesellschaft. Das heißt, nicht alles gefallen lassen, sondern ruhig mal, ich sag mal, kontrolliert... Sich Respekt verschaffen. Sich Respekt verschaffen, also jetzt halt hingehen und einen sofort totschlagen, das ist nicht Respekt verschaffen, das ist scheiße. Voll. Aber halt einfach mal, nicht im Leben, wenn man geschubst wird, dann eben mal zurückschubsen und sagen, ey, pass auf, ich kann mich auch wehren, pass auf, was du machst. Und der ist dann gewarnt und sagt, oh ja, der kann auch mal zulangen, ne? Weil die Klasse war halt eben auch so scheiße zu mir, kann man sagen, in der Berufsschule, und hat gemeint, ja, den können wir mal totmocken. Die haben dann auch wirklich mich teilweise in Ruhe gelassen. Mobbing ist keine schöne Sache, das ist, glaube ich, ist jetzt geht ihm mittlerweile klar, der immer noch ich finde, man sollte da wirklich mal rechtliche Schritte einleiten können, dass man jemanden wegen Mobbing anzeigen kann. Ich glaube, man kann es ja mittlerweile, aber es hat noch nicht so schwerwiegende Folgen, weil, wie man es jetzt, wie der Paddy es schon erzählt hat, man kann da wirklich psychisch zugrunde gehen. Ich habe mir halt immer gedacht, weil ich jetzt hier so in einem, ja, Bauernkaff lebe, sag ich's mal, und hier eh nur alle Menschen asozial sind, was ich ja eben noch erzählt habe, habe ich mir halt gedacht, ey Kevin, du bist was Besseres wie die. Scheiß auf die, was die sagen. Die können dir nicht mal annähernd das Wasser reichen. Irgendwann
habe ich mir das halt dann eingeredet. Irgendwann sitzt du mal ganz oben und schaust auf die Runde und denkst dir, pff, was seid ihr da unten für welche? Also ich habe nicht davon geträumt, Politiker zu sein, aber irgendwas halt hier mit Computer zu machen und da mal irgendwie so richtig fett Kohle zu verdienen, weil ich irgendwie was am Computer hinbekomme und als IT-Arbeiter arbeite und dann fett Kohle abkassiere und die alle da unten rumkreuchen und Hartz IV empfangen. Ja, das habe ich mir eben immer vor Augen gehalten, das sollte sich auch jeder vor Augen halten, also man soll jetzt nicht egoistisch werden und denken, oh ja, ich bin der Beste der Welt, und weil dann seid ihr auch nicht besser wie die, wo hier bei mir leben, weil die eben sich so sehr lieben, oder, ja, ich denke, ich rede schon wieder schneller als ich denke. Oh ja. Ja, nein, aber geben meine Wörter wieder keinen Sinn. Ja, also, ist ja scheiße, ne? Wie gesagt, wenn man gemobbt wird, denkt man sich wirklich die kühlsten Sachen aus. Also auch gerade wegen Schulschwänzen, man denkt sich auch wirklich die kühlsten Sachen aus, wenn es ums Schwänzen geht. Also was für eine Ausrede heute, was für eine Krankheit habe ich morgen und bla bla bla. Also es ist wirklich. Ja, ich war nur krank, wenn ich auch wirklich krank war. Also ich habe nie gefehlt, weil ich mir eben eingeredet habe, ne, ich gebe nicht auf, ich bin was Besseres wie die, und im Grunde habe ich mich für normal gehalten und die eben als, keine Ahnung, Dreck bezeichnet, aber ich sag mal, wenn man irgendwelche Leute mobbt und so, dann ist man eigentlich auch nicht mehr wie Dreck. Also das ist jetzt meine Meinung. Und wenn ich jetzt halt hier 5000 Hater habe, weil ihr irgendwelche mobbt und ich von euch halte, dass ihr Dreck seid, dann ja, ist das eben so. Aber das ist meine ehrliche Meinung, und wie man weiß, ich bin radikal. Ja, also ich hätte eigentlich echt so eine andere Meinung, so wirklich, weil ja, meine Meinung von Mobbing kennt man ja jetzt. Ja, wer es nicht akzeptieren kann, dem tut mir das echt leid. Weil ich finde, wenn man jemanden, wenn man es lustig findet, wenn man es wirklich lustig findet, wenn man jemanden physisch kaputt macht, dass diese Person wirklich keinen anderen Ausweg mehr in seinem Leben sieht, als sich umzubringen, wenn man so drauf ist und es dann auch noch lustig findet, dann bezeichne ich solche Menschen als psychisch gestört, weil es ist nicht normal, dass man sich am Leid anderer Menschen erfreut, dann ist man auch nichts anderes wie ein Amokläufer, und ich finde, dann hat man kein Recht zu leben. Das ist jetzt wieder mal meine radikale Meinung, aber ich äußere die hier, und wem das nicht passt, der hat Pech gehabt. Weil ich da wirklich solche Aggressionen auf solche Leute kriege, und falls ich irgendwann mal mitbekommen sollte, dass irgendwer irgendjemanden angreift oder solche U-Bahn-Schläge auch, solche, was weiß ich, solche möchte gern Gangster, die wo alte Männer zusammenschlagen können, weil die sich nicht wehren können. Also wenn ich sowas mitbekommen würde, da würde ich sofort mit aller Kraft reinprügeln und versuchen, hier Ordnung und Recht zu schaffen. Ja, so bin ich halt. Ich glaube, ich soll zur Polizei gehen. Ja, ich habe so eine radikale Meinung von diesen Menschen, und die kann mir niemand mehr nehmen, weil es hat sich eben durch diese persönliche Erfahrung hat sich mir das eben so aufgetan, dass diese Menschen nicht ganz richtig im Kopf sind. Wenn man sich am Leid anderer erfreut, dann finde ich das einfach nur krank. Und das finde ich dann genauso krank, als wenn man dann einfach aus irgendeinem Grund losgeht und irgendwelche Leute abballert. Das ist genauso krank, und ich sehe da jetzt eigentlich nicht viel Unterschied. Indirekten Vergleich, oder weiß ich jetzt nicht, indirekt hat man ja eigentlich Schultern am Tod dieses Menschen, weil man persönlich eben diesen Menschen so weit psychisch heruntergemacht hat, dass der eben keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und wenn ich jetzt halt den Gedanken im Hinterkopf hätte, oh Gott, wegen mir, weil ich gestern zu dem Fettsack gesagt habe, deswegen hat der sich heute umgebracht, ich glaube, ich würde da Ding untergehen in Schande, oder wie man es jetzt auch nennen will. Also ich würde da mal in meinem ganzen Leben würde ich nicht mehr glücklich sein, wenn ich mit diesem Gewissen, jetzt habe ich's, wenn ich mit diesem Gewissen hier leben müsste. Ja, ja. Also, ich meine, da ist jetzt wieder das beste Beispiel, Amanda Todd zum Beispiel, ne? Also die hat sich auch umgebracht, weil sie massiv im Internet gemobbt wurde. Gut, man kann ja sagen, sie ist selber schuld, weil sie mit 14, ich sag jetzt mal ganz hart, weil sie mit 14 ihre Titten im Internet gezeigt hat. Klar, ist sie ja okay, auch irgendwie selber schuld. Aber es ist ja noch lange kein Grund, die tot zu kommen. Also die wurde ja wirklich ein bisschen in den Tod gemobbt. Die hat irgendwie in einem Jahr oder so, oder
2 Jahren hat die 12 Schulen besucht. Ist